Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Themenvideo. Dieses Themenvideo ist kein einfaches, es ist ein sensibles und kein leichtes Thema. Wie ihr in der Überschrift schon lesen konntet, geht es heute um das Thema Suizid. In meiner täglichen Arbeit als Medium und im Kontakt mit den Verstorbenen habe ich natürlich auch verstorbene Seelen im Kontakt, die sich das Leben genommen haben. Und oftmals kommen die Hinterbliebenen mit vielen, vielen offenen Fragen zu mir. Fragen, die lauten können: Cynthia, muss mein geliebter Mann jetzt in einer Zwischenwelt verweilen, weil er sich selbst umgebracht hat? Muss er da jetzt umherwandeln? Mein geliebter Sohn, wird er jetzt bestraft dafür, was er getan hat, dass er sich selbst das Leben genommen hat? Muss meine Tochter immer und immer wieder diesen Tod durchleben, bis in alle Ewigkeit, weil sie sich ja selbst das Leben genommen hat und dadurch halt eine Strafe bekommt, indem sie immer und immer wieder ihren Tod erleben muss? Ist meine geliebte Frau nicht gleich ins Licht gegangen, Cynthia? Ist sie hier und muss verweilen auf der Erde und ist erdgebunden und durfte nicht ins Licht gehen, weil sie ja sich selbst getötet hat? All das sind quälende Fragen von Hinterbliebenen, und ich möchte euch gerne in diesem Video einmal auch meine Sicht der Dinge schildern, was ich im Kontakt mit Verstorbenen und durch die geistige Welt erfahren durfte. Es kommen auch oft dann Hinterbliebene zu mir und sagen: Ich bin so wütend, ich bin so wütend auf meinen Mann, auf die Tochter, auf den Sohn, der sich selbst das Leben genommen hat. Ich bin nicht nur so traurig, tot, tot traurig, sondern ich bin so wütend. Cynthia, darf ich denn da wütend sein jetzt? Natürlich dürft ihr wütend sein auf diesen Menschen. Ihr dürft schimpfen mit dem Menschen, ihr dürft ihn auch anschreien und sagen: Hey, warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Hey, ich verstehe das nicht. Warum hast du mich alleine gelassen? Warum hast du mich im Stich gelassen? Ich kann es nicht verstehen. Du hast mir mein Herz gebrochen. Warum hast du das getan? All das sind ganz normale menschliche Reaktionen, und ihr dürft die haben. Macht euch da keine Schuldvorwürfe, dass ihr jetzt solche Gedanken habt, sondern das ist ganz normal, denn letztendlich fühlt es sich oft an, wie im Gestich gelassen werden von der Person. Man ist jetzt alleine mit allem, was da ist. Man muss mit diesem Verlust klarkommen, und man muss natürlich auch sein Leben wieder weiterleben. Und das macht einen nicht nur traurig, das kann einen auch sehr wütend machen. Lasst eurer Wut freien Lauf, lasst sie ruhig raus. Es ist wichtig, denn nach der Wut kann auch die Trauer dann kommen, und man kann das Ganze verarbeiten. Ich möchte euch sagen: Nehmt euch alle Unterstützung, die ihr bekommen könnt. Ihr habt es verdient. Es steht euch zu. Ihr dürft jegliche Unterstützung, Hilfe annehmen, damit ihr durch diese schwierige Zeit kommt, denn es ist eine schwierige Zeit. Ich weiß genau, von was ich spreche, denn mein Vater hat auch diesen Weg gewählt des Suizides. Und ich weiß, wie ich mich damals gefühlt habe. Wie verlassen, wie hilflos, wie ohnmächtig. Ich konnte mich nicht verabschieden. Auch das ist ein schwieriges Thema. Man konnte sich nicht verabschieden. Er ist einfach weg, der Mensch, von jetzt auf sofort. Und das ist ein Zustand, der ganz, ganz schrecklich ist. Und deswegen nehmt euch Hilfe, tut euch viel Gutes, denn ja, ihr habt es verdient, euch Gutes zu tun, und ihr habt es verdient, Hilfe zu bekommen. Nehmt euch alles, was ihr an Hilfe bekommen könnt. Ihr müsst da nicht alleine durch. Geht in Selbsthilfegruppen, die euch da weiterhelfen können. All das trägt dazu bei, dass ihr diesen Prozess ja durchlaufen könnt, aber das vielleicht nicht alleine machen müsst. Bitte entschuldigt auch nochmal mein paar Holperer und Stolperer. Es ist schon wieder kurz vor 10, aber mir liegt dieses Video sehr am Herzen, und ich möchte es gerne noch aufnehmen.
Was auch oft der Fall ist, ich spreche jetzt natürlich auch viel über die Hinterbliebenen, weil es mir ganz wichtig ist, dass die Hinterbliebenen auch einmal vielleicht ein paar Worte gesagt bekommen. Denn um die Verstorbenen, da mache ich mir gar keine Gedanken. Diese sind an einem wunderschönen Platz und einem wunderschönen Ort. Es kann auch sein, dass einen Schuldgefühle plagen, weil man es nicht erkannt hat, weil man vielleicht nicht gesehen hat, dass ein Mensch diesen Entschluss gefasst hat. Macht euch bitte da keine Vorwürfe. Ihr hättet es nicht verhindern können. Ich konnte es bei meinem Vater auch nicht verhindern und ich bin 14 Tage zuvor noch mit ihm spazieren gegangen und wir haben über das Leben gesprochen und ich habe es nicht gemerkt, weil mein Vater das nicht an mich heranlassen wollte. Er wollte mich in einer gewissen Art und Weise schützen. Ich habe es nicht gemerkt. 14 Tage bevor er sich das Leben genommen hat. Ich habe auch mit Polizisten gesprochen, mit Rettungskräften gesprochen, die mir auch immer wieder davon berichtet haben, dass vielleicht der ein oder andere Selbstmord ja verhindert werden konnte, aber letzten Endes hat die Person es dann doch vollbracht. Jemand, der den Entschluss gefasst hat, ist meistens sehr fest. Jemand, der diesen Entschluss gefasst hat, sagt auch nichts mehr nach außen. Er tut es einfach, ohne irgendwem, ja, einen Hilferuf abzusetzen meistens. Wenn es Hilferufe gibt, dass jemand sagt, ich bringe mich um, nehmt die ernst. Lasst dem Menschen die Hilfe zukommen, die er benötigt, und zwar professionelle Hilfe. Ihr könnt da oftmals als Freunde, Verwandte, Bekannte nicht viel ausrichten. Ihr könnt da sein, ja. Ihr könnt unterstützen, ja. Ihr könnt liebevoll diesen Menschen annehmen. Aber eine solche Sache braucht oder benötigt professionelle Hilfe. Also wenn ihr merkt, dass da jemand ist, der sich das Leben nehmen möchte, dann versucht ihm, wenn es möglich ist, noch professionelle Hilfe zukommen zu lassen. Ich möchte als allererstes einmal sagen, alle Seelen, egal wie sie verstorben sind, ob sie durch einen Selbstmord gestorben sind, ob sie durch einen plötzlichen Unfall verstorben sind, ob sie durch ein Gewaltverbrechen gestorben sind oder an einer Krankheit oder einfach weil sie alt waren. Alle Seelen gehen direkt in das Licht. Alle Seelen kommen an diesen wunderbaren Platz. Keiner muss hier auf Erden verweilen oder muss hier herumwandeln oder Schlimmeres in Zwischenwelten gefangen sein. Kein einziger Verstorbener in Hunderten von gegebenen Jenseitskontakten hat mir je davon berichtet. Auch nicht mein Vater, mit dem ich natürlich auch in Kontakt stehe. Als das passiert ist, war ich noch zu jung. Da wusste ich noch nicht so wirklich über all das Bescheid, beziehungsweise habe ich noch nicht als Medium gearbeitet, weil dahin zu kommen, wo ich heute bin, das hat seine Zeit gebraucht. Und mein Vater, als ich dann in der Lage war, kommunizieren zu können mit ihm, habe ich ihn natürlich gefragt. Habe ich gesagt, Papa, hör mal, wie ist denn das? Was ist dir denn passiert? Bist du dann irgendwo gefangen gewesen? Weil das war damals echt meine Angst, dass er immer wieder seinen Tod erleben muss, dass er immer wieder in einer Feedbackschleife, immer und immer wieder seinen Tod erleben muss. Das hat mich ganz fürchterlich traurig gemacht, weil ich das für meinen Vater ja nicht wollte. Und er sagte, nein, Cynthia, nein. Ich wurde direkt empfangen, voller Liebe. Und das ist auch das, was mir die anderen Verstorbenen und auch die, die unter Suizid verstorben sind, erzählt haben. Sie sind voller Liebe empfangen worden. Sie sind besonders lieb empfangen worden. Denn keine Seele bricht ihr Leben einfach so ab in dem Sinn. Da muss schon etwas vorgefallen sein, was zu diesem Abbruch geführt hat, etwas Schwerwiegendes, ja? Und so werden sie in Liebe begrüßt. Von ihren Lieben, die vor ihnen gegangen sind, von Engeln, ihren Geistführern, Helfern, sie sind alle da und unterstützen diese Seele. Also nein, keiner muss irgendwo wandeln. Alle Seelen gehen direkt in das Licht. Es wird auch keiner bestraft
für das, was er getan hat. Denn es gibt in der geistigen Welt keine Bestrafung. Wir alle waren Täter, wir alle waren Opfer. Alles ist im absoluten Gleichgewicht in der geistigen Welt. Wir schauen uns unseren Lebensfilm an. Ja, das ist richtig. Wir schauen uns an, was hat zu was geführt. Was ist passiert, dass ich diesen Schritt gemacht habe? Jetzt gibt es ja mehrere Arten von Selbstmord. Es gibt Selbstmorde, die in Kurzschlussreaktionen passiert sind. Die passiert sind aufgrund eines Ereignisses, das einfach so schlimm war, dass die betroffene Person gesagt hat, ich möchte hier nicht mehr auf Erden weiterleben. Sei es, dass sie ihren geliebten Partner verloren hat, dass ihr geliebter Partner von ihr gegangen ist, weil der Liebeskummer so groß ist. Ich habe schon einige Seelen gehabt, die sich wegen Liebeskummer umgebracht haben, weil sie sich kein Leben mehr vorstellen konnten ohne diese Person. Es war für sie nicht mehr lebenswert. Sie waren in einer Kurzschlussreaktion und es tat ihnen auch so leid, dass sie das getan haben. Aber sie sahen in diesem Moment keinen Ausweg mehr als diesen. Und man sollte vielleicht Verständnis dafür aufbringen. Es ist natürlich ja auch unser freier Wille. Wir alle kommen mit einem freien Willen hierher. Wir alle haben es selbst in der Hand, wie wir unser Leben leben möchten, ob wir unser Leben jeden Tag glücklich leben und mit Freude oder ob wir lieber in Traurigkeit und Trauer leben. Keiner kann dir sagen, wie du dein Leben zu leben hast. Das hältst du in deinen Händen. Und so kannst du natürlich auch dein Leben beenden. Es ist dein freier Wille. Es ist aber nicht so, dass man praktisch das Leben, wenn man es beendet, sagt, okay, das war jetzt alles zu schwer, zu schlimm, ich habe das nicht mehr ertragen und ich beende mein Leben, dass damit die Lernaufgaben auch weg sind. Das heißt, alles, was wir in dieser Inkarnation an Lernaufgaben hatten und sie nicht zur Vollendung gebracht haben oder nicht erlernt haben, nicht zum Ziel gelangt sind, greifen wir in einer neuen Inkarnation wieder auf. Denn wir möchten diese Erfahrung machen. Es geht darum, Erfahrungen zu machen, das Wissen mit dem Fühlen zu vereinbaren. Als vergeistigte Wesen haben wir ein sehr großes und sehr hohes Wissen, aber wir wissen nicht, wie fühlen sich bestimmte Dinge in einer Körperlichkeit an, in einer Menschlichkeit an. Denn etwas zu wissen ist was anderes, wie zu wissen, wie es sich anfühlt. Und so wollen wir lernen, was bedeutet Schmerz, Leid in unserem Leben, Glück, Freude, wie fühlt sich das in der Menschlichkeit an? Wir kommen auch nicht mit Aufgaben hierher, wie zum Beispiel, ja, ich möchte viel Geld verdienen. Ich möchte viel Geld verdienen, sondern wir kommen hierher mit einer Aufgabe, was bedeutet es, ein erfülltes Leben zu haben? Was bedeutet die Erfüllung für mich zum Beispiel? Wie wir diese Erfüllung oder dieses erfüllte Leben, ja, also diese Aufgabe meistern, wie wir die Erfüllung finden, das hängt von uns ab. Wir können hier sehr, 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 sehr viel arbeiten und dadurch ein erfülltes Leben führen, weil wir viel Geld verdienen und uns gewisse Wünsche dadurch ermöglichen. Wir können aber auch vielleicht den Weg wählen, dass wir sagen, wir brauchen nur die Natur um uns herum, wir brauchen ein paar liebe Menschen, etwas zu essen, ein Dach über dem Kopf und dann ist das für uns die Erfüllung. Wir suchen uns den Weg selbst aus zu dem Ziel, beziehungsweise ist es uns überlassen, wie wir dieses Ziel erreichen, zum Beispiel die Erfüllung zu finden. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Und alle Aufgaben, die Vergebung heißen können, zum Beispiel Lernaufgaben, die Annehmen heißen können, Akzeptanz heißen können, all diese Lernaufgaben, die wir nicht erreichen, die werden wir in einer neuen Inkarnation aufgreifen, weil es um das Lernen, um das Erfahren geht.
Es wird keiner bestraft für das, was er getan hat, also das heißt, wenn er sich selbst das Leben genommen hat. Dafür wird keiner bestraft. Es gibt auch den Selbstmord nach langer, langer, langer Leidenszeit, der, ja, sag ich mal, wenn jemand psychisch sehr krank ist, in einer tiefen, tiefen Depression steckt und da kein Licht am Ende des Tunnels sieht, der dann irgendwann nach so viel Versuchen, wo er versucht hat, aus diesem schlimmen Kreislauf herauszukommen, keine andere Alternative sieht, sein Leben nicht mehr als lebenswert empfindet, sondern nur noch als Druck und als Last, obwohl er sich sehr, sehr, sehr viele Hilfe genommen hat, kann sich natürlich auch das Leben nehmen, weil er sagt, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe alles versucht, ich bin am Ende meiner Kräfte, ich schaffe es nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Was mir wichtig ist, weil mein Vater auch an einer Depression erkrankt war, ist, dass ihr diese Menschen nicht verurteilt, wenn sie diesen Weg gehen. Es ist ihre eigene Entscheidung. Sie haben diesen Weg gewählt, weil sie sich nicht mehr im Leben zurechtgefunden haben. Aber man sollte niemanden verurteilen, denn man schaut nicht in die Seele hinein und man weiß nicht, wie viel Kummer, wie viel Leid, wie viel Schmerz dieser Mensch schon ertragen hat, bevor er sagt, jetzt gebe ich auf. Es hat auch nichts damit zu tun, dass jemand feige ist oder dass er sich aus dem Leben stiehlt. Ich hoffe, dass ihr keinen verurteilt, denn psychische Erkrankungen können sehr schwerwiegend sein. Nur weil man vielleicht nicht von außen sieht, was mit diesem Menschen los ist, dass er leidet, kann er ganz extrem leiden. Bitte keine Verurteilung. Und wenn ihr euch in eurer Situation befindet, in der es euch so geht, dass ihr solche Gedanken habt, dann bitte, 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 bitte versucht alles Menschenmögliche. Der Selbstmord ist in dem Fall kein Ausweg. Ich sagte es ja. Es ist ein Beenden, ein freier Wille, natürlich, aber es ist nicht, dass dann all die Aufgaben, die nicht erfüllt worden sind oder nicht gelöst worden sind, nicht nochmal aufgegriffen werden. Also in einem nächsten Leben werdet ihr die Lernthemen wieder aufgreifen, an denen ihr vielleicht in der vorigen Inkarnation verzweifelt seid. Das Leben ist so kostbar und es gibt auch Wege aus tiefen Depressionen heraus. Es gibt wunderbare Therapeuten. Nehmt euch auch da professionelle Hilfe. Es gibt die Möglichkeit, auch aus so etwas herauszukommen. Dann gibt es natürlich auch noch den Selbstmord, wenn man sagt, ich habe eine so schwere Krankheit, ich möchte nicht das Ende abwarten, weil mich erwartet ein schlimmes Ende und ich möchte in Würde sterben. Zurzeit herrscht ja bei uns da gerade eine große Diskussion darüber und die Gerichte werden darüber entscheiden, was richtig ist, was falsch ist. Wobei ich sagen muss, dass wenn ein Mensch bei klarem Bewusstsein ist und einen qualvollen Tod erleidet oder erleiden wird, dann finde ich, sollte es ihm freigestellt sein, selbst seinen Weg zu wählen. Wir sollten nicht Menschen quälen, nicht mit lebenserhaltenden Maßnahmen, die sie vielleicht gar nicht mehr möchten. Deswegen bitte, ja, fertigt eine Patientenverfügung an. Dann müssen auch eure Hinterbliebenen nicht entscheiden, diesen schweren Schritt, die Maschinen dann auszuschalten, weil natürlich wollen die ja an euch festhalten auch. Und wenn ihr nicht festgelegt habt, dass ihr vielleicht nicht an lebenserhaltenden Maschinen bleiben möchtet oder hängen möchtet, dann haltet das fest vorher in Patientenverfügungen, damit eure Lieben nachher nicht auch noch vielleicht solche schweren Entscheidungen treffen müssen. Das möchte ich auch noch sagen. Ihr Lieben, keiner wird verurteilt für das, was er tut, in dem Sinn, wenn er sich selbst das Leben genommen hat. Es wird keiner bestraft, keiner muss in Zwischenwelten hängen bleiben, keiner muss herumwandeln und keiner muss auch erlöst werden. Wenn
jemand zu euch sagt, ja, weil jetzt euer lieber Mensch Selbstmord begangen hat, ich kann ihn erlösen, dann ist das Blödsinn. Keine Seele muss erlöst werden. Sie gehen alle direkt ins Licht. Ich finde das ganz, ganz schlimm und verwerflich, dass man Menschen, die vielleicht unter diesen Umständen durch einen Selbstmord einen Menschen verloren haben, dann auch noch zusätzlich Angst macht, dass dieser Mensch vielleicht in die Hölle kommt, in Zwischenwelten wandern muss, nicht ins Licht gegangen muss und erlöst werden muss. Ich finde das in meinen Augen sehr verwerflich. Und dafür vielleicht auch noch Geld zu verlangen, finde ich noch viel, viel schlimmer. Denn es ist nicht so. Selbst wenn es so wäre, dass, sag ich mal, dass jemand in der Zwischenwelt hängen bleiben würde und Gott sagt, du darfst nicht ins himmlische Reich, wie könnte dann jemand von außen sagen, ich erlöse diese Seele, damit sie ins Licht gehen kann, während Gott sagt, nein, dann wäre dieser Mensch ja mehr als Gott, der wäre ja höher als Gott, als das Gottbewusstsein. Und das kann nicht sein. Also, wenn ihr so etwas hört, dann hoffe ich, dass ihr an meine Worte denkt, dass eure Leben an einem wunderbaren Platz sind, dass sie nicht irgendwo in Zwischenwelten hängen oder gar nicht ins Licht gegangen sein. Ich finde das schlimm, dass man Hinterbliebenen solche Dinge dann auch noch zumutet. Gott liebt alle seine Kinder. Alle. Alle kommen ins göttliche Reich. Ich glaube ganz fest an eine göttliche Energie, an eine göttliche Quelle. Ich habe da eine ziemlich, ja, Hollywood-mäßige Vorstellung, muss ich ehrlich sagen, oder wie sagt man, kindliche Vorstellung. Ich stelle mir immer vor, Jesus als wunderbarer Mann mit Bart, mit ganz tollen Augen und einem Strahlen. Und Gott stelle ich mir wirklich vor als alten weißen Mann. Ja, als nicht nur mit einem weißen Bart, sondern als weißer Mann. Ja, also ich glaube schon, das ist meine Vorstellung. Da kann jetzt jemand sagen, hey, das ist naiv oder das sieht ganz anders aus. Das ist meine Vorstellung. Und das finde ich schön, weil ich einfach eine schöne Vorstellung dann an das geistige Reich habe, wenn ich Jesus begegne, wenn ich Gott begegnen werde. Mir ist es ganz wichtig zu sagen, all das, was ich hier im Video sage, entspricht meiner Meinung, entspricht meiner Wahrheit, die ich tagtäglich im Umgang mit den Verstorbenen mache. Das muss nicht auf dich zutreffen. Wenn du sagst, hey, das ist nicht mit mir in Resonanz, damit kann ich nicht konform gehen, dann ist das vollkommen okay. Nimm nur das an, was du möchtest. Die ultimative Wahrheit kennt keiner. Die ultimative Wahrheit werden wir sehen, wenn wir wieder ins geistige Reich zurückgehen. Ich kann ja nur auf die Erfahrungswerte zurückgreifen, die ich im tagtäglichen Umgang mit den Verstorbenen habe. Und die Verstorbenen berichten mir ganz viele Dinge aus ihrem Leben, wie sie gelebt haben, wie sie waren, welche Charaktereigenschaften sie hatten, was gerade bei ihren Liebsten los ist, wie sie verstorben sind. Und. Alles Informationen, die ich nicht wissen kann, die mir dann der Hinterbliebene bestätigt, dass es so ist, dass es genau so ist. Und von daher vertraue ich auf meine Quellen. Und ich habe natürlich auch meinen Vater im geistigen Reich, der mir ganz klar gesagt hat, ich wurde in Liebe empfangen. Ich habe mir die Rückschau angeschaut. Natürlich ist ein Leben, das glücklich ist, freudig ist und nicht diesen Abbruch hatte, viel schöner anzusehen, denn man muss sich auch bewusst sein, in der Rückschau ist es so, dass wir nicht nur unsere Gefühle nochmal durchleben, sondern auch die Gefühle des anderen. Das heißt, wenn jetzt mein Papa in die Rückschau gegangen ist, dann hat er auch gesehen, was ich empfunden habe, welches Leid, welchen Schmerz ich empfunden habe, als er verstorben ist, als er gegangen ist. Das wird er feststellen, beziehungsweise das wird er spüren, das wird er sehen, das wird er fühlen. Und das wird ihn mit Sicherheit sehr, sehr traurig machen, denn er hat mich ja geliebt. Er hat nur keinen anderen Ausweg mehr gefunden oder gewusst, als diesen zu gehen. Und ich habe ihm verziehen, weil ich weiß, was für ihn so schlimm war, weil ich ja weiß, dass er es nicht mehr ertragen konnte und dass es nichts damit zu tun hatte, dass er mich nicht mehr liebte, sondern dass er nicht mehr fähig war, sein Leben lebenswert zu leben. Und er wollte vielleicht auch nicht mehr zur Last fallen oder irgendwann im Alter. Also,
Das sind alles Dinge, die mein Papa mir berichtet hat. Und von daher habe ich einen Tatsachenbericht aus der geistigen Welt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass mein Vater so gut aufgenommen worden ist, so sehr in Liebe empfangen worden ist. Und dass er jetzt in der Rückschau nochmal sehen konnte, was los ist, was zu was geführt hat. Und in seiner nächsten Inkarnation, also in der nächsten Inkarnation seiner Seele, denn er ist ja auch nur ein Seelenanteil, dann nochmal das aufgreift, was er jetzt hat nicht erfüllen können. Ihr Lieben, es ist 25 Minuten jetzt schon lang, aber es ist ein wichtiges Thema, es ist ein sensibles Thema und ich wollte mir extra Zeit machen, um euch da ganz genau aufzuklären. Ich wünsche euch, dass ihr euer Leben genießt. Freut euch darüber, jeden Tag, wenn ihr wach werdet, dass ihr 24 Stunden die Möglichkeit habt, alles in eurem Leben zu tun, was ihr möchtet, dass ihr die Möglichkeit habt, ein gutes Leben zu leben. Alle, die krank sind, die leiden, die Schmerz haben, wünsche ich ganz viele Genesung, ganz viel Kraft, ganz viel Mut. Auch ihr habt jeden Tag die Möglichkeit, das Leben so anzunehmen, wie es ist und das Beste daraus zu machen. Ich wünsche euch ein wunderbares, ein erfülltes Leben. Schützt alles, was beseelt ist. Respektiert Mensch, Tier und Umwelt. Helft, wo ihr helfen könnt. Ob Tiere in Not sind oder Menschen in Not ist oder unsere Mutter Natur in Not ist. Helft, wo ihr könnt. Seid liebevoll miteinander, geht liebevoll miteinander um. Tut alles, was euch gut tut. Ich freue mich auf ein neues Video mit euch. Herzlichst eure Cynthia. Sollte es euch gut gefallen haben, noch zum Abschluss, dann abonniert doch meine Seite. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir, kein wichtiges Video mehr von mir. Ich bin auf Instagram zu erreichen. Ich bin auf Facebook zu erreichen. Ich habe einen eigenen Podcast-Kanal bei Anchor, der aber auch bei Spotify verlinkt ist und bei Google. Ihr findet mich hier bei YouTube. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, mich zu erreichen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten. Das geht nicht immer, weil mir einfach die Zeit oftmals fehlt durch meine viele Arbeit. Aber ich versuche immer sporadisch doch das ein oder andere auch zu beantworten. In diesem Sinne, habt ein wunderbares Leben. Bis dann. Tschüss.